Also, der Campo Santo Teutonico ist der einzige Friedhof, der auf dem vatikanischen Boden liegt. Gehört aber nicht zu Vatikan, gehört zu Italien im Endeffekt. Man kann es aber nur über den Vatikan erreichen. Es ist der Friedhof der Deutschen und der Flemmen. Aber hier sind auch sehr, sehr viele Künstler begraben. Ich glaube, 1400 Namensnennungen gibt es hier. Ob die auch hier alle liegen, weiß man es nicht. Ja. Aber wirklich Hammer, ja. Hätte ich auch nicht gewusst, zum Beispiel, dass es gibt nur einen einzigen Friedhof im Vatikan. Aber es ist die Ruhe hier, ist schon cool.